Willkommen zu einem neuen Video. Wir hatten jetzt länger schon kein Video mehr gemacht. Das liegt einfach daran, dass ziemlich viel anlag. Es war Vatertag, ich hatte Geburtstag, ich war krank und irgendwie alles. Und irgendwie läuft das immer noch nicht flüssig. Ich wollte mal wieder Hearthstone spielen. Das habe ich jetzt vor einer Woche oder so mal wieder angefangen und wollte dazu auch mal gerne ein Video machen. Das Problem ist, ich habe unheimliche Probleme bei der Aufnahme, ne? Es hängt irgendwie oder irgendwie der Sound ist immer so, ne? Und man kann nichts Gescheites machen. Also, wenn ihr euch das Video jetzt anguckt, weil ihr sagt, okay, ich gucke mir das mal an, erwartet jetzt keine super Qualität vom Bild her wie bei Day9 oder anderen großen YouTubern. Ich habe einfach nur billige Software. Muss man halt mit leben. Wenn man es jetzt nicht gerade auf dem kleinen Smartphone guckt, sollte es gehen. Ja. Wenn man es halt da guckt, dann naja. Ne? Wir machen auch noch, ich hatte ja noch das Programmiergedöns, das machen wir natürlich auch noch fertig, klar. Ich habe da gerade nicht so viel Zeit für, aber Hearthstone spielen, gut, es geht natürlich. Ich versuche mal, ob das irgendwie klappt. Ich habe den Ton jetzt auch extra nicht so laut gemacht. Und ich habe mich jetzt erstmal runterhauen lassen. Ich glaube, Rang 18 oder so. Und wir spielen im Moment ein Deck, das ich ein bisschen was Lustiges machen, wo ich keine Ahnung habe, ob das Potenzial für irgendwas hat. Also wir spielen den Magier und wir haben einfach ziemlich viel Magie drin, um irgendwie den Anfang zu überleben. Und natürlich und dann halt im Prinzip einfach nur ein Haufen legendäre starke Monster in der Hoffnung, dass wir vor allem der ist natürlich sehr cool dann, wenn wir nämlich nur legendäre hohe Monster drin haben, ruft er uns jede Runde ein aufs Feld und keine Ahnung. Also ich habe schon ein paar witzige Spiele gewonnen, ganz locker und easy. Ich habe schon total verloren. Ja, also guck mal. Und ich bin vor allem gespannt, ob man dann irgendwas erkennt. Also bei mir hängt jetzt hier schon wieder alles gerade. Ich komme nicht mehr zurück in Hearthstone. Das ist. Ich weiß ja, ich habe früher Videos für mich aufgenommen. Da lief alles geil. Habe ich noch Musik im Hintergrund gehabt und alles. Heutzutage geht es nicht mehr. Genau, SoupG, das ist unser Account fürs Battle.net. Ne, SoupG. Mache ich mehr mit StarCraft eigentlich unterwegs. Und das sieht eigentlich alles schon mal relativ gut aus für den Anfang. Vor allem hier Windläufer mit Feuerballkombination. Das ist natürlich sehr cool, um ein starkes Monster des Gegners zu übernehmen. Wir gucken jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich hoffe, dass es qualitativ wenigstens etwas geht. Wenn ihr die Karten kennt, dann reicht euch ja das Bild zu sehen. Ihr müsst ja jetzt nicht den Text unbedingt sehen können. Ich kann die Qualität. Ich weiß nicht, wie es. Ich kann es einfach nicht höher drehen, sonst geht gar nichts mehr. So, gucken mal. Ja, schon mal Rang 15, aber irgendwie. Wie es halt immer so ist, man hat immer ein paar Decks, wo man immer so ein paar spezielle Karten braucht. Ne? Eisblock ist immer ganz wichtig. Wenn der da mal nicht kommt, keine Chance. Und wir kriegen auf jeden Fall schon mal einen Haufen Flächenschaden. Ich bin gegen den Druiden. Der Bart ist ab. Druide, was ist los? Der langweiligste Kampfspiel, hier kann man nichts machen. Nein. Gut, den kriegen wir, klar. Fackel, die wird auch wichtig werden, bestimmt. Ja, noch kein Geheimnis da, noch nichts zum Kartenziehen. Gucken wir mal. Bisher der Gegner auch noch nichts gespielt. Ich brauche noch keinen Feuerball. Ich muss die kleine Fackel mal wegschmeißen. Ja. Ah, Eisblock. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Egal, ich schmeiß mal die kleine. Nicht rumstottern. Ich habe keine Lust drauf. Kleine Fackel wegschmeißen, dass wir die große dann noch ziehen. Auch manchmal lustig ist, ich habe auch diesen Untergangstypen drinne. Wie heißt der denn in Englisch? Keine Ahnung.
der einfach am Anfang des Zuges alle Diener tötet. Und es ist manchmal ganz lustig, wenn dann hier dieser eine Legendäre, dessen Namen ich auch nicht kenne, der einfach jede Runde ein Monster aus meinem Deck holt, wenn der dann diesen Typen holt und alles explodiert. Das ist natürlich scheiße, aber kann ich es machen. Wir haben einen sehr langsamen Gegner erwischt, dass, wenn ihr Hearthstone spielt und liebt, dann regt euch das bestimmt genauso auf wie mich. Es gibt manchmal Züge, okay, da muss man mal nachdenken und so, aber im Moment ist ja eigentlich nichts los. Okay, aber das finde ich nicht schlecht, dass der Schweigetyp mal weg ist. Oh, der ist auch gut. Wenn wir einen Drachen auf der Hand haben, vernichtet er uns einen legendären. Ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt hier? Cheapen will ich eigentlich nicht. Ja, wir haben momentan nicht so viel Auswahl, was wir dann einfach mal Eisblock, damit wir ein bisschen Mana ausgegeben haben. Ist der wenigstens schon mal drin. Ja, ist alles gut. Ist alles gut. Akzeptiere ich alles. Er will wohl ziemlich viel entdecken. Er ist ein Entdecker. Der Molich. Kann man den Namen des Gegners lesen? Molich. Jetzt können wir die eigentlich mal einfrieren vielleicht. Wir können natürlich auch die Silvana spielen. Silvanas Windläufer, der hat momentan immerhin drei Diener. Wir müssen auf jeden Fall mal irgendwas spielen. Wir müssen den mal ein bisschen klein halten irgendwie. Und das machen wir mal, indem wir ihm einen Flächenschaden um die Ohren dotzen. Vor allem können wir dann nächste Runde den hier töten, um ihn dann einen Mana-Kristall wieder wegzunehmen. Das vielleicht bietet, dann doch zu schieben. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dann Silvana mit dem Feuerball zu kombinieren. Das lohnt sich jetzt aber vielleicht noch nicht so ganz. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte den. Wollte ich eigentlich schieben und dann wollte ich ihm den Kristall wieder wegnehmen. Dass er nicht so viele Kristalle vorne ist. So, jetzt hat er da nur einen liegen. Ich habe keinen Drachen auf der Hand, das ist ein bisschen doof. Okay. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, jetzt diese, da kriege ich einen Diener, er hat aber einfach zu viele. Das ist alles nett. Ich könnte den killen, habe ich noch fünf. Ja, ich könnte erstmal freezen und gucken, was noch passiert. Ja, Ein bisschen Zeit rausholen. Zeit ist besten Freund in diesem Deck. Aber ich glaube, das ist jetzt eine Runde, die ja nicht so gut läuft. Okay, wenn wir den Spot natürlich kriegen würden mit der Kombination, wäre das natürlich schön. Ja, der Untergangstyp wäre mal schön gewesen. Ich habe keinen Drachen auf der Hand. Ja, ist lustig. Wir gucken einfach mal. Wahrscheinlich kriegen wir es scheiße. Ich habe ja noch gar keine 10 Mana. Das geht ja alles noch gerade nicht. Oh Gott. Okay, wir brauchen mal einfach mehr Zeit noch weiterhin. Was spielen wir denn? Killen dann auf jeden Fall mal den Sechser noch. Ah, wir sind ein bisschen hinten dran. Er hat wohl nicht viel anderes. Er hat hier auch ganz gut die großen Monster raus. Guck mal hier, ich kann noch mal hier sowas machen. Noch mal eine Runde. Gibt uns noch mal einen Zug. Ja, man muss auch mal spannende Decks spielen. Man kann nicht nur die sicheren, das ist ja langweilig. Könnte ich jetzt auch den spielen? Problem ist natürlich, ich muss irgendwie auch am Leben bleiben. Ich spiele auch keine kleinen, das ist doch cool. Jetzt wäre vielleicht ein Vorschlag mal ganz gut. Ja, der Untergangstyp. Kombination mit der Frost.
Risiko jetzt, ne, den zu ziehen und dann spielen. Hey, nochmal ein. Jetzt hätte ich gerne den Untergangstypen, bitte. Ah, Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn Scheiß? Okay, Jo, das ist natürlich alles nicht so gut. Wir kriegen mal noch. Gesehen, das Deck ist der Hammer. Man kann unheimlich viele Runden dann noch überleben. Das Problem ist, wenn ich jetzt den Untergangstypen ziehe, habe ich natürlich, kann ich nicht mehr einfrieren. Das ist alles scheiße. Im Prinzip, ja, gut, wenn er mich am Leben lässt, aber das macht er nicht. Das ist auch gut, aber die Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe noch 13 Karten, vielleicht ziehen wir ihn ja, aber wie gesagt, was bringt er mir jetzt? Ich hätte den jetzt gerade haben müssen. Oh, er ist natürlich auch nicht schlecht, aber wie bringe ich den? Egal, wie spiele ich den jetzt? Wir wissen nur, ich kann den jetzt selber nicht töten. Das ist schade. Gut, er wird hier eh mich töten. Also hauen wir das auf den Held. Ich brauche dann mal Alexstrasza. Oder meinen zweiten Eis. Irgendwas. Vor allem, wie töte ich den denn dann? Das ist eine gute Frage. Ich hast du gedacht, kannst mich töten, ne? Ja. Ich bin auch da. Ja, töte den, genau. Gute Entscheidung. Jetzt ein ganz starkes Monster, was ich mir dann mit hier der einen, mit der Schlampe und dem Feuerball holen kann. Los, spiel was ganz hohes. Ja, ein Spot, jetzt nichts mehr spielen. Ja. Sehr gut. So gefällt's mir. Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut. Sehr schön. Ja, na gut, dann spielen wir jetzt natürlich hier erstmal noch den raus, ist klar. Ich muss jetzt natürlich den Spot. Und hoffen natürlich, dass wir am Leben bleiben. Ne? Also Prankenhieb wäre jetzt scheiße. Da muss ich unbedingt noch. Nein, 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 nein! Nein, Prankenhieb. Das ist scheiße. Also wir haben das Potenzial des Decks gesehen, glaube ich. Es lief halt nicht so gut. Kann man nichts machen. Ich auch. Wir bleiben dran. Mir hat Eisblock noch gefehlt, Alexstrasza. Alles scheiße. Priester sind einfach scheiße. Mit ihren Zauberkarten tötet ein Monster mit mindestens 5 Angriff und dann noch Gedankenkontrolle und Heilung und alles scheiße, sag ich ja. Behalt mal die Frostnova. Okay, jetzt machen wir gleich einen Eisblock. Aber Eisblock hatten wir eben auch schon. Gut, müssen wir jetzt mal gewinnen auch. Ziehen wir denn als. Ja, gut. Haben wir immer mal einen Drachen auf der Hand für unseren Rent Schwarzfaust. Der Rent, okay. Ja, das ist cool. Nimm direkt die Münze für was? Ach, wieder so ein C-Tun-Spieler. Gut. Die Fackel ist schön. Er heilt sowieso, egal. Das war jetzt dumm, ne? Aber ne, es war nicht dumm. Es ist alles gut. Alles gut. Kann ich hier mit dieser Hake irgendwas machen? Ist einfach nur dumm. Ja, unsere Gegner sind die allerschnellsten.
So. Ich glaube, den töte ich lieber. Ist ja auch stärker als der andere. Hat halt drei da, ne? Egal. Kleine Fackel immer weg. Wollen ja die große haben. Anfangen wieder irgendwie überleben und dann hoffen, dass es besser läuft. Ja, der Speed ist unglaublich. Ah, jetzt kommt die, ja. Nimm dir die Karte und ersticke daran. Noch ein Eisblock, dann spielen wir jetzt einen Eisblock. Ich habe auch im letzten Spiel keinen einzigen Flammenschlag gekriegt. Da hat man zwei Stück entdeckt und nichts. Ob das so eine gute Idee war, kann ich ja beide gleichzeitig töten. Ja, du kannst hier 15 Diener spielen, ist egal. Kriegt das schon irgendwie gebacken. Gib mir mal meinen Untergangstypen jetzt. Aha. Und dann killen wir alles, hoffentlich. Ist jetzt nicht die richtige Zauberkarte. Du denkst dir jetzt, nein, meine ganzen Klerikerinnen, die sind jetzt tot. Nein, ich bin so dumm. Wieso habe ich sie beide gespielt? Scheiße. Und dann ziehen wir bitte diesen Taurisan, der meine Karten günstiger macht. Das wäre perfekt. Ich habe keinen Diener, den ich jetzt nachts spielen kann. Ich glaube, er kann nichts machen, denn obwohl er ist die ganze Zeit schon so langsam. Der Murloc Rousset. Nein, du hast nicht die richtige Zauberkarte. Hör auf, da deine Karten zu bewegen. Nein. Du kannst nichts machen. Die sterben alle. Du hast 7 Schaden gemacht und eine Karte gezogen. Dafür ist doch gut. Und natürlich deinen Zetron-Scheißer verstärkt. Das reicht doch. Beende deinen Zug, lass es und gut. So schade, dass ich nichts nachspielen kann. Karten ziehen wären jetzt mal gut für mich. Komm, Karten ziehen. Ach, ein Frostblitz. Scheißdreck. Das bringt gar nichts. Der heilt sich ja. Gut. Schade. Aber wir haben immerhin alles geklärt. Er hat seine ganzen Klerikerinnen verloren. Die werden wir nicht wiedersehen. Jetzt ein legendären Spielen wäre natürlich lustig. Können wir den nämlich einfach so killen? Ne, er spielt Heiliger Champion, der ist auch scheiße. Können wir mal einen Feuerball jetzt oder Karten ziehen? Jetzt klingelt das Telefon, das ist natürlich gut. Ja gut, dann müssen wir den jetzt mal schieben. Die Speere lassen, ist nur ein Telefon. Das ist jetzt natürlich was Wichtiges ist, dann kann es sein, dass ich mal kurz aufspringen muss. Da müssen wir dann durch. Ja, das ist jetzt hier natürlich, dass ihr die Nachricht hört, nicht so gut. Deswegen muss ich jetzt mal gerade labern, um das ein bisschen überzudingen. Ihr sollt ja nicht hören, was ich hier auf den Anrufsbeantworter gesprochen kriege. Ich kann ja nicht auch noch das Kabel ziehen. Ne? Man kann alles absichern, dass hier niemand reinkommt und alles, aber man kann ja nicht auch noch alle Kabel ziehen. Das geht ja nicht. So, du bist jetzt kein Legendärer, ne? Ne, jetzt habe ich einen Legendären. Ja, gut. Das wäre jetzt echt Verschwendung. Ich könnte den mal einfrieren. Was anderes bleibt uns jetzt auch nicht übrig. Ja, gut, der zieht nun halt stark. Ist doch gut. Ist doch gut. Ist doch kein Problem. Ich setze eh gleich Alexstrasza an die Fresse. Du hast uns ja eh kaum Schaden gemacht. Kam noch ein Eisblock. Ja, das ist auch kein legendärer Flammenschlag oder was anderes Gutes, bitte. Und das fällt definitiv in die Kategorie was anderes Gutes. Gut, dann töten wir dich jetzt nochmal. Ach so.
Egal, der kann so stark sein, wie er will, der macht uns gar nichts. Das ist auch kein Problem. Der Eisblock rettet uns und er stirbt dann. Das macht nichts. So, was spielt jetzt mit 9? Die Lichtbrut. Sich verarschen. Der ist einfach nicht gut. Wahrscheinlich kriegt er jetzt gleich 13.000-faches Leben und so. Aber gut. So, was kriegen wir jetzt noch? Irgendwas. Ein Schaf. Schaf ist auf jeden Fall auch gut. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt sein Leben auf 15 mache, dann hat er bestimmt diesen einen Arsch von Dina, der ihm wieder 10 Leben gibt. Das wäre natürlich suboptimal. Am besten spiele ich jetzt diesen Zetun und Gedönse. Dann kill ich den einfach. Der Priester ist halt mit am schwersten, muss ich sagen. Mit dem Deck. Man hat auch, glaube ich, so eine dumme Zauberkarte, dass er einen zufälligen Diener von mir aus dem Deck auf seine Seite des Schlachtfeldes hebt. Und da ich ja halt nur die Dicken habe. Verdoppelt doch, ist doch egal. Das macht mir doch nichts, wird trotzdem geschiebt. Runde. Der Flammenschlag wäre auch trotzdem noch gut. Aber ich könnte auch den spielen und schieben. Das auch. Ja, das ist alles atemberaubend. Der ist auch gut, wenn ich Gedankenkontrolle kriege, ne? Ich muss schon sagen. Gut, machen jetzt mal so, damit alles eingefroren ist. Ah, das ist doch gut. Und du stinkst, so. Das sind Mashups. Kann auch noch angreifen. Ja, wir haben einfach nicht die Karte, die wir jetzt brauchen. Das ist. Aber das Deck verspricht jetzt Abwechslung. Auf jeden Fall. Das Schöne ist ja, dass hier an den beiden, dass die zusammen genau 10 kosten. Das heißt, ich kann 10 schon finden und einen neuen Eisblock haben. Ich glaube, jetzt ist dann dran. Ja, komm schon. Man hat auch nur 17. Ein bisschen was noch kriegen zum Angreifen. Gut. Ja, der ist auch gut. Der ist auch gut. Ich glaube, den mache ich sogar mal als erstes. Ich bin auch sein dummes Schaf. Ich hoffe, dass sein Held irgendwie eine reinkriegt. Ja, genau, so. Denn wir überleben ja das in unserem Eisblock sowieso. Auch wenn er jetzt C-Ton spielt, scheißegal. Und vielleicht kriegen wir noch irgendwas, um dann neuen Schaden noch zu machen. Das wäre nicht der erste Sieg auf die Art und Weise. Hast du jetzt dein C-Ton gedönt oder einen anderen legendären Arsch? Weil wenn ich den mal gespielt habe, habe ich keinen Drachen mehr auf der Hand. Ja, Spot ist schon mal. Jetzt kommt bestimmt, jetzt kommt C-Tun. Sonst hätte er das nicht gemacht. Und dann weint er leider, weil ich einen Eisblock habe. Ach, die Kackkarte. Was bringt die denn? Jetzt hat er schon wieder 13. Das ist doch schade. Aber mein Eisblock ist noch nicht ausgelöst. Sehr gut. Ja, den muss ich den jetzt spielen, wenn ich jetzt nichts Gescheites kriege. Ja, das ist, aber ich habe noch meinen Untergangstypen drin. Scheiße. Ich habe noch den, egal. Ich will ja gewinnen. Und wenn ich gewinnen will, muss ich jetzt den spielen, in der Hoffnung, dass da jetzt ein großer Ding danach kommt. Ja. Der fügt aber auch jedem 8 Schaden zu. Das ist natürlich. Aber es ist vielleicht, wenn er jetzt Gedankenkontrolle auf den hier spielt, ist es natürlich gut, den zu haben. Muss man sagen. Boah, am besten nimmt er sich den und er holt dann Zitun und dann. Nein, er macht einfach nochmal sowas. Aber das ist ja scheiße. Das ist ja dumm. Das hat er ja ausgerechnet. Ach, hätte er nicht mit dem anderen angreifen können? Jetzt kann der alles killen. Scheiße. Bitte töte den nicht. Nein! Du bist nicht mal! Okay. Jetzt muss ich ja dann den spielen, weil ich kann auf keine andere Weise Eisblock spielen und noch ein Dings. Das ist natürlich jetzt besonders gut. Deswegen muss ich jetzt den spielen. Damit ich halt einen Diener draußen habe, ne? Jetzt natürlich zählt und kommt, ist alles genauso gelaufen, wie es absolut scheiße für uns ist. Dann ist es mal wieder
Ja, stell dir halt 10 Leben her, mein Gott. Nova hat da jetzt keine mehr. Willst du mich eigentlich völlig verarschen oder was? Was viel Schaden macht der 2? Ich kann den halt nicht spielen, weil sonst muss ich mit dem angreifen. Ich kann das machen und das. Ach, das ist alles scheiße, ey. Hier, Sau. Scheiße. Ja, warum sind denn eigene Geheimnisse nicht aktiv, wenn man am Zug ist? Das ist doch völlig Quatsch. Ah ja, ich habe ein Geheimnis, das ist ein Eisblock und das heißt, wenn der Held tödlichen Schaden bekommt, werde ich immun. Aber wenn du selber dir den Schaden zufügst, dann gilt es nicht. Warum denn nicht? Gut, aber was hätte ich jetzt anders machen sollen? Ja, schon wieder. Wenn ich jetzt mit dem angegriffen hätte, dann wäre mein auch gestorben und das alles nix. So richtiges Fail-Ding, ey. Gott sei Dank bin ich kein bekannter YouTuber, sonst hätte man das natürlich jetzt gut auf ein Fail-Video machen können. Hier lohnt sich das noch nicht. Okay, vielleicht gehen wir ja jetzt mal. Aber wir haben wieder den Priester vor uns, mit seiner hässlichen Fresse und seiner dummen Hand. Ja. Der erste Zug ist nicht der schwierigste. Denn man hat in der Regel nicht viele Karten, die man spielen kann. Genau, spiel am besten gar nichts. Eisblock ist auch wieder da. Das ist gut, der rettet uns. Zumindest dann, wenn wir uns nicht selber töten. Vor allem ist der Angriff kam ja auch trotzdem von einem gegnerischen Diener. Also warum macht alles auch keinen Sinn? Du stirbst, denn du bist. Finde ich sehr gut in unserer Taktik, denn wie gesagt, wir werden immer durch Eisblock gerettet, dadurch haben wir relativ wenig Energie immer und passt das schon ganz gut. Gut, du bist dumm, aber ich kann nichts machen, also Eisblock, damit wir unser Mana nicht verschwendet haben. Ist klar. Ja, aua, ein Schaden, mein Gott. Gut, ja, wir können eigentlich nicht viel machen. Wir können die jetzt einfrieren. Da warten wir lieber noch eine Runde, bevor wir sie einfrieren. Karten ziehen wäre jetzt eigentlich ganz gut. Gar nichts, weil er heilt sowieso. Deswegen greife ich den Held an und nenne nämlich deine Kleriker im Spiel und heilt, kriegt er eine Karte. So kriegt er nichts. Ja, ist alles egal. Die haben natürlich jetzt genau 5 Angriffe, aber egal. Bin jetzt, macht alles günstiger. Schaf ist auch da, siehst du, alles gut. Unsere Aufgabe ist sowieso, der überlebt meistens sowieso nicht länger als eine Runde. Der Flammschlag ist da, kann nicht so ohne gespielt werden. Nach dann. Na, Ross. Ja, nimm bitte. Ach, schade. Die Zauberkarte mit tötet wäre gut gewesen, da wäre nämlich einer. Was ist da jetzt noch ein Bedürfnis? Okay. Ja, jetzt ist natürlich die Karte gut. Da können wir nämlich alles freezen, gewinnen ein bisschen Zeit und können ziehen. Sehr schön. Das sieht an sich ganz gut aus eigentlich. Wir müssen nur mal gucken, was der noch an Dienern aufruft dann. Aber es läuft wohl alles auf innen hinaus. Noch ein Diener. Schade. Jetzt habe ich 7. Lohnt sich jetzt den zu spielen schon? Oder ist es dumm?
Der ist auf jeden Fall, der kann auf jeden Fall noch wichtig werden. Jetzt gerade ist es aber ein bisschen blöd. Raus einfach. Er hat noch keine Gedankenkontrolle. Einen Zauberkarten kann ich sowieso nichts machen. Also wechseln, das besser. Ja, er greift nur mich an, weil er wahrscheinlich einen Zauberkarten das macht. Nein, er lässt ihn leben. Das hatte ich ja noch gar nicht. Was mache ich jetzt? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann ich einfach den nachklotzen? Oder ich schiebe den, damit der nicht. Ja, das macht schon Sinn, ne? Das macht, glaube ich, Sinn, den zu schieben, damit da kein weiterer nachkommt. Okay. Das hier noch machen. Aber das hebe ich mir vielleicht noch auf. Die ich nochmal, das kann so verkehrt auch nicht sein. Ja. Und dann töten wir noch das Schaf, damit Ragnaros nicht das Schaf angreift. Egal was er jetzt trifft, das ist ganz gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Immer noch nicht die Karte. Ja, jetzt hat er alles an Dienern raus, was er hat. Also, dass ich das gemacht habe. Und jetzt ist Flammenschlag natürlich gut. Zumal der auch weniger kostet. Das hat jetzt auch nicht mehr viel kostet hier. Ne? Dann habe ich noch 5. Habe ich noch 5, ne? Dann habe ich ja noch 5. Komm, dann spielen wir doch am besten den hier und bringen den nach. Gut, jetzt kann er natürlich mit Heilung hier natürlich einiges erreichen. Mit mal. Und vor allem jetzt kommt. Ne, Untergangstyp habe ich auf der Hand. Jetzt hat er die gezogen, okay. Na gut, jetzt ist schon mal eine Karte weg. Jetzt wird der natürlich auch gut hier. Wie viel Schaden können wir eigentlich hier verursachen? 9. 9, 11. Wir müssen aufpassen, ich habe halt keinen weiteren Eisblock. Das ist halt so eine Sache. Weshalb wir jetzt mal. Was will ich denn danach noch spielen? Wenn ich jetzt dann. Spiele ich den reduzierten oder spiele ich den? Habe ich noch 3 übrig? Das reicht eigentlich. Kann ich den hohen spielen? So, und dann töten wir jetzt noch. So. Alles geklärt, alles gut. Ich habe halt nur den einen Eisblock. Ja, das ist nicht schlimm. Mehrere Möglichkeiten darauf zu reagieren. Das einzig Dumme ist halt nur, ich habe keinen weiteren Eisblock. Ja, jetzt hätte ich mal die Dings gebraucht, die ich nicht habe. Wie vernichte ich dich denn jetzt? Gut, der bringt mir gar nichts. Wenn ich den spiele, dann bin ich tot, weil er einfach angreift. Also das bringt nichts. Also spielen wir das hier. Und hoffen auf das hier. Was anderes kann ich nicht machen. Und danach dann Alexstrasza. Nein, 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 nein. Wieso geht bei sowas eigentlich auch dann das Geheimnis nicht auf? Das macht doch keinen Sinn. Wenn euer Held angegriffen wird, kriegt ihr 8 Rüstungen. Aber wenn der Gegner eine Feuerkugel kackt, dann nicht. Das macht doch keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Dafür hat man doch die Geheimnisse eigentlich. Ach, das ist scheiße.
Die Grundidee des Decks ist irgendwie gut, aber. Wenn ich jetzt noch einen Eisblock gehabt hätte, hätte es geklappt. Dann hätte ich Alexstrasza danach gehauen und wie es dann weitergeht. Ja, na klar, alle spielen jetzt Priester. Warum denn? Das ist doch die Scheiße hoch 10, ey. Wieso spielen denn alle jetzt Priester? Hier, ich behalte alles. Mann. Versteht es nicht. Also letztes Spiel jetzt erstmal. Da muss ich erstmal gucken, wie die Qualität geworden ist, ob wir überhaupt hochladen können. Wieso spielen denn alle Priester, ey? Okay, aber jetzt gewinnen wir, damit wir zeigen können, dass wir auch den Deck überhaupt gewinnen können. Schlaf mit Eide. Ja, gut. Hier kannst du dich heilen. Das macht aggressiv. Okay, aber alles gut. Wir gewinnen ja jetzt. Das wissen wir ja schon. Können wir eigentlich spielen, was wir wollen. Ja, ich spiele irgendwas, ich töte es sowieso. Ja, den kann ich nicht töten. Das ist halt dumm. Ich spiele jetzt den, überlebt er mit 1 und dann heilt er, aber dann kann er nichts weiteres nachspielen und dann kann ich nochmal. Diesmal habe ich meine Silvana. Aber das wird ja alles noch günstiger. Ja, ich kann durch ihn hier, das heißt, meine ich übernehme mal eben dein Monster-Kombination, kostet dann nur 8 statt 10. Das ist entscheidend. Aber er macht das und heilt dann. Gut, soll er machen. Wenn ihm das eine Freude bereitet. Ah Mann, wieso habe ich jetzt nichts zu ziehen hier? Das ist doch alles. Ja, hier, so ist es so. Aber das macht nichts. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt gar nicht mal einen Eisblock. Dann muss man aber noch ein anderes Deck machen. Das ist, ich habe vorher viel Freeze-Gedöns gespielt und dann dachte ich mir, ah, mach doch mal so eine Mischung aus Einfrieren und hohen Monstern. Also eigentlich habe ich ganz gut gewonnen, bevor ich mich runter habe hauen lassen, aber jetzt. Priester ist halt scheiße. Ich kann es nicht oft genug sagen. Gut, ich kann immer noch nichts machen. Ich könnte den jetzt töten oder den mit einem Schlag. Aber der macht mir halt keinen Schaden. Deswegen machen wir das jetzt so. Ein Diener, bis irgendwas Krasses kommt, was ihn mit einem Schlag tötet. Deswegen kann der ruhig da bleiben, kein Problem. Ich spiele jetzt mal keinen Diener, damit der vielleicht überlebt. Oder nur ein Diener mit 2 Angriff oder so. Ja, genau hier, so eine kleine Sau. Ja, und angreifen und heilen? Oh, mir schwant Böses, mir schwant Böses. Vielleicht, weil wieso habe ich jetzt nichts zum Ziehen? Aber vielleicht überlebt der ja jetzt mal eine Runde. Was mir natürlich nichts bringt, wenn ich immer noch keinen Eisblock habe. Aber egal. Du hast jetzt keine Zauberkarte. Du hast nichts, der überlebt einfach. Das hatte ich auch schon mal, dass der überlebt hat. Und dann habe ich zweimal meinen gesichtslosen Manipulator gespielt. Dann hatte ich 3 davon. Und der Arsch hat natürlich die Zauberkarte. Du Sau. Okay, seine Aufgabe erfüllt. Karten hast du 6, kriege ich den. Nee, kann er nicht. Obwohl, wenn ich hier dreimal ziehe und hier ziehe, hat er natürlich. Aber so weit kommt man nicht. Okay. Ja, die Karten, die ich jetzt hier habe, sind alle nicht so toll und irgendwie lohnt sich der Flächenschaden jetzt auch nicht. Mal eine Karte. Und ich hoffe, dass wir irgendwie mal noch unseren Eisblock kriegen. Irgendwann ist er fertig. Ich könnte natürlich auch den jetzt spielen. Wenn er den dann mit der Zauberkarte tötet, sind seine Zauberkarten alle weg. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Fackel ist gut. Fackel ist sogar sehr gut. Dann killen wir jetzt erstmal den noch. So, und jetzt vielleicht dann mal ihn hier und wir hoffen, dass wir dann Gedankenkontrolle kriegen. Das wäre natürlich. Also eigentlich will ich ja mal meinen Eisblock haben. Ich habe jetzt 3, 6, 7 Karten. Ich ziehe eine sind 8, ich spiele diesen 7, ich krieg 2 sind 9. Ja, aber das sind doch alles Karten, die ich da irgendwie übernehmen will. Ich könnte jetzt halt auch den spielen. Welche Karten willst du ziehen eigentlich? Okay. Ja, ich spiele jetzt mal den hier.
Das Problem ist, ich bin immer noch geschützt. Ich habe keinen Eisblock. Das ist ein bisschen. Wahrscheinlich ist das dann mein Verhängnis. Jetzt bringt er die Klerikerin. Warum schickt er die jetzt in den Tod? Macht das irgendwie Sinn? Oder musste er jetzt eine Karte loswerden, damit er mich. Ich weiß nicht. Oder hat er nicht geguckt, was der macht? Keine Ahnung. Holt sich da jetzt mal noch eine Karte ab. Oder 8. Oder will er den jetzt heilen? Spielt er die andere Klier. Ach, will er jetzt meinen Diener heilen, oder? Ist das jetzt sein Ernst? Oder bringt er den zum Schweigen? Das wäre schade. Was machst du jetzt? Also die Grundidee war ja, den zu opfern, um hier das Feld zu clearen. Ich weiß nicht, warum er jetzt die Klerikerin gespielt hat. Keine Ahnung. So, 3, 6, 8, 7, 9, huh. Egal. Komm, gib mir Gedankenkontrolle. Ja gut, das bringt jetzt gar nichts. Das wäre dumm. In diesem Zug verursacht eure Heileffekte. Aber ich habe doch keine Heileffekte. Was soll ich denn mit so einem Scheiß? Gedankenkontrolle wäre viel schöner gewesen. Ich habe immer noch keinen Eisblock. Nein. Ohne Eisblock geht hier nicht mehr viel. Ich habe nur noch 18 Leben. Jetzt bereitet er C-Tun also vor, würde ich sagen. Oder er macht jetzt irgendwas anderes Dummes. Ach du Scheiße. Okay, aber. Das findet jetzt der ultimative Zug. Er denkt jetzt, oh, bin ich geil. Das irrt er sich ein bisschen. Wieso sind die so teuer eigentlich? Ich denke, einfrieren wäre jetzt am besten. Will ich mit dem Scheiß? Heile Fette verursachen. Die muss ich irgendwie mal loswerden. Ich könnte natürlich einen Zehner holen. Ich muss jetzt erstmal einfrieren, weil ich habe einfach kein. Ich habe kein Dings mehr. So. Wenn ich den. Ja, toll, wenn jetzt C-Tun kommt, was mache ich dann? Ach, so Scheiße. Ich könnte den jetzt nur damit töten, aber das ist ja auch irgendwie dumm. Ich hole mir jetzt einen Diener, der 5 kostet. Was bist du denn? Boah, der ist ja ultimativ. Ja. Mal gucken. Ich habe immer noch keinen Eisblock. Hab jetzt mal nicht Zitronen auf der Hand. Das tötet mich. Will jetzt hier keiner sehen. Wir wollen jetzt gleich sehen, was noch passiert. Wir wollen jetzt keinen Zitronen sehen mit doppeltem Kampfschrei. Das ist überhaupt nicht gut. So sieht es schon gut aus, weil ich kann mit Flammenschlag alles töten, wenn du nichts machst. Nein. Okay, die Karten sind schon weg. Verwendet er extra noch die Karte. Ich brauche jetzt einen Eisblock. Fick dich doch, Alter. Jetzt habe ich noch nicht mal mehr einen Drachen auf der Hand. Sag mal, das Spiel verarscht mich doch richtig, oder? Das verarscht mich doch richtig von vorne bis hinten. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Ja, jetzt muss ich echt. Ich kann mir auch nur einen holen. Ich kann mir einen holen. Das ist ein Scheiß. 4, 8, 12. Ich spiele mir noch die Karte, weil die so gut ist. Ich muss gerade so lachen. Komm, spiel C-Tun.
Mann, es. Ja, jetzt hat er jetzt getrunken, deswegen greift er jetzt voran. Mann, es lief alles so gut vorher. Und jetzt kriege ich einfach keinen Eisblock und nix. Nein, er spielt nichts wie du. Und wenn ich jetzt einen Eisblock ziehe, habe ich noch eine Chance. Wenn ich jetzt einen Eisblock ziehe. Da war noch 7 Mana vielleicht. Ist egal, ich brauche einen Eisblock jetzt, wenn ich überlebe. Ja, kein Problem. Wenn ich einen Eisblock ziehe, dann bin ich noch im Rennen. Ha! Wir sind noch da. Wir sind noch da. Jetzt nur keinen Fehler machen. Jetzt zieh mal nicht deinen C-Tun. Zieh den mal nicht. Du hast noch 9 Karten gehabt. Du hast nämlich keine Zauberkarte mehr dafür. Ja, du hast Gedankenkontrolle, aber darüber reden wir jetzt nicht. Ich habe einen Eisblock. Aber C-Tun wäre eigentlich ganz gut, weil den kann ich dann nehmen. Aber wenn du dann Gedankenkontrolle hast. Ja, nimm den Nova. Du siehst, ich habe halt noch 2 gammelige Leben. Alexstrasza wäre jetzt dann gut für mich. Ich brauche Alexstrasza, dann habe ich gewonnen. Lass mich Alexstrasza ziehen und ich habe gewonnen. Gib mir Alexstrasza, bitte! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Nein! Das ist ein dreckiges Schaf! Fuck! 8, 16, 22. Ich habe nur 2 Leben. Nein, ich habe nur 2 Leben. Ich spiele noch Silvana, weil wenn der Zetun die dann tötet, dann krieg ich. Aber der darf mich ja nicht treffen. Das ist doch alles Scheiße. Ja gut, die müssen angreifen. Komme, was ich will, ne? Tja, den oder den. Der hat mehr Leben. Ganz einfach. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, aber wenn Zetun kommt, verliere ich. Der trifft mit Sicherheit den Helden zweimal. Vielleicht hat er auch noch eine Zauberkarte einfach. Wieso habe ich jetzt nicht noch einen Eisblock? Warum nicht? Warum ist der jetzt wieder da in dem Scheißdeck? Hab bitte gar nichts, hab nix, hab nur Gedankenkontrolle oder so ein Scheiß. Ich gewinne jetzt. Bitte, bitte. Lass die Karte stecken. Ja, nimm ihn dir. Kannst du haben. Ja. Ja, was bringt es? Ja! Ja, das Deck ist gut. Ich hab's gesagt. Das Deck ist gut. Auch gar nicht so schlimm gewesen, wenn ich noch einen Eisblock gehabt hätte. Okay, also haben wir mal eine Runde gespielt. Ich hoffe, man kann es hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mal das drunter. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.